Gerade wenn man fantastische Welten in einem Film entwickeln möchte, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass der Ton, die Audiodimension, eine ganz besondere und massive realitätsbildende Wirkung hat. Man kann sich eine ganze Menge Fantasien und schräge Sachen erlauben, wenn die Audioebene, die uns eben auch ganz unmittelbar durch das Hören erreicht, stimmig ist. Und genauso kann man auf der Audioebene Variationen des Stimmigen zum Unwahrscheinlichen, zum Schrägen und eine unmittelbare und direkte emotionale auch Auswirkung erreichen. Deswegen ist die Arbeit an der Audiodimension genauso kompliziert wie die Arbeit an der Animation, wie die Arbeit bei der Inszenierung, wie das Schreiben des ganzen Films und wie der Schnitt. Schön ist es, wenn es möglich ist, über die Tongestaltung, das Sounddesign, auch aktiv einzugreifen, und zwar mit mehr Freiheitsgraden als einem nur illustrativen Untermalen. Und ich dachte fast, wir wären die Tonabteilung und nicht die Animation. Ich freue mich, dass Silvio Naumann hier ins Studio der HFBK gekommen ist. Silvio hat die Sounddesign-Abteilung bei dem Film Art Girls geleitet und die Mischung besorgt. Nicht ja. Zu vergessen unsere umfangreichen Geräuscheaufnahmen, die extra für diesen Film entstanden sind. Ganz mit genau. Dem wundervollen Geräuschmacher Peter Reuk aus Berlin. Und diese Stelle, die wir hier sehen, diese startenden Kröten, wollte ich zum Startpunkt nehmen. Und zwar, genau, so, wenn wir uns dieses Objekt mal angucken, dann sind ja in dieser fliegenden Kröte eine ganze Menge Sounds zusammengekommen, um dieses Wesen zu bestimmen. Welche verschiedenen Tonarten sind da überhaupt drin gelandet? Also ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber ganz, ganz wichtig waren die Rotorenflügel, die man anfänglich auch noch nicht so gut im Bild erkennen konnte. Deswegen war es umso wichtiger, dass wir sie im Ton schon physisch gemacht hatten. Das war dann schon mal eine ganz gute Grundlage in Verbindung mit einer Wald- und Wiesenatmo und Insekten. Insekten in der Atmo oder Insekten-Sound zugeordnet den Kröten, den Fliegenden? Nee, ich glaube, also ursprünglich war es schon diese Schilfatmo, die das Ganze lebendig gemacht hat, aber das war doch dir dann zu wenig. Du fandst die Kröten dann zu technisch. Und erst ja, am Anfang hatten die Kröten haben ja zusätzlich zu diesem Helikopter-Sound auch noch so ein mechanisches Schlagen bekommen. Wo kam das nochmal her? Weil das kam direkt vom Bild. Man sieht sie so quasi schlagen und das wurde dann direkt übersetzt und das ist so ein Klappgeräusch. Wo kam das her? So ein Schnippel-Sound. Schlack, 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 schlack. Ja, keine Ahnung, da müssen wir mal den Sounddesigner fragen. Das ist also bei dir quasi in der Mischung angekommen? Und das du war schon da. Das war schon da, ja. Also der Helikopter-Sound, der Schnabber-Sound, Schlabber-Sound, die Wald- und Wiesen-Atmo und jetzt ganz wichtig, was es schlussendlich so organisch gemacht hat, waren reale Hummeln. Ja, ich glaube, ja. Bisschen tiefer gepitcht, glaube ich. Runtergepitchte Hummeln. Und in dem Moment haben wir eigentlich erst gemerkt, und das war für mich eine schöne Erfahrung, ich habe ja über Tongestaltung einiges gelernt, erfreulicherweise bei diesem Film, und zu diesen schönen Erfahrungen gehört eben auch, dass man dann beim Mischen bestimmen konnte, welche Art von Wesen das ist. Also in dem Moment, in dem diese Hummel sagen wir mal, nicht mit 20, sondern mit 33% in dem Sound drin war, war es ein fliegendes Objekt, was ich geglaubt habe. Und zugleich hat das aber diesen technischen Klang, das heißt, er erinnert ein bisschen, so fliegen sie ja auch, als Quadrocopter, sprich heutzutage Assoziation zur Drohne. Ganz genau. So kommen sie ja auch raus. Deswegen diese Helikopterübersetzung. Und zur gleichen Zeit hatten wir natürlich jederzeit die Möglichkeit, durch diese Comic-Komponente den Gummifrosch auch wieder ins Leben zu rufen, um die ganze Blase quasi platzen zu lassen. Aber wir haben den Comic jetzt hier diesen Wesen noch nicht gegeben, allerdings später. Genau, beim verhängnisvollen Landeversuch. Ja.
das Problem ist bekannt. Take-off ist nicht so schwer, speziell in Deutschland. Landen ist sehr schwierig und das Problem haben die Kröten auch. Beim Landen in der Tat, da gibt es diese Disney-Version, also so comicartig. Comicfiguren werden ja auch kaputt gekloppt und sind anschließend ganz wieder genau am Start. Um so es ein banaler Splash. Ein Splash. Ein Stückchen das, Gummiquietsch. Und wenn wir das also machen. Yes, ächzen der Kröte. Hast du nicht sogar auch noch. Natürlich, das haben wir vergessen. Wir haben Tierlaute eingebaut. Wirklich? Doch. Kühe? Nein, Kröten, Quacklaute. Du hast Froschlaute verändert. Und zwar hast du sie sogar noch reingemacht, während die Kröten verzweifelt versuchen, den Absturz zu verhindern. Also eine vierte Schicht. Diese Wesen in ihrer Lebendigkeit zwischen, sagen wir mal, irgendeinem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, einer Drohne, einem Helikopter, einem Science-Fiction-Ding. Ja, ehrlich gesagt, bei diesem Rüberfliegen, da hast du doch auch an den Reglern so ein bisschen gedreht das und da hast du denen noch eine Dimension gegeben. Ganz genau, das macht es natürlich so lebendig. Also hier startet jetzt gerade eine Kröte, aber dann kommen hier mehrere Kröten aus dem Schiff dazu. Und das haben wir natürlich im dreidimensionalen Raum ganz plastisch um uns rumschweben lassen und so zu einem besonderen audiovisuellen Abenteuer werden lassen. Das heißt, die einzelnen Kröten sind, wenn ich im Kino sitze, teilweise vor und hinter mir? Absolut. Oder? Sogar in dir.